Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Pearl Nuzlocke Challenge von Channel On. Ja, im letzten Part haben wir gegen Fight gekämpft, den ersten Arena aus Erzringen, und haben den blutigen Kohleorden erhalten. Blutig, weil wir 4 unserer Pokémon verloren haben. Oh, wir haben Scar verloren, wir haben Rattenzahn verloren, wir haben Benny verloren und wir haben Dracula verloren. Wobei Dracula mehr oder weniger ein Opfer war. Ja, und wäre Erich nicht Erich Sandig gewesen, dann hätten wir den Orden jetzt gar nicht bekommen. Die Nuzlocke wäre an der Stelle vorbei gewesen. So, daraufhin habe ich mir dann ein auf Route 207, wo ich noch kein Pokémon gefangen hatte, mir ein Hollow gefangen, was ja eigentlich gegen meine Regel, was ja eigentlich gegen meine Einschränkung verstößt, von wegen Pokémon, die sich nicht weiter komplett weiterentwickeln kann, fange ich nicht. Da musste ich jetzt aber im Fall von Ihnen eine Ausnahme machen, weil ich das jetzt schon mal brauchte. Ich habe jetzt alle Pokémon auf Level 13 und jawohl. Oh, der blutige Kohleorden, ja. Das ist ein ziemlich passender Name jetzt, ey. Oh. Ohne Scheiß. Wehe, du kämpfst gegen mich. Ups, Horn, du hast den Orden bekommen, was? Ewig genau ist der nächste Ort der Arena hat. Hab ich recht? Du bist zur Route 107 gegangen, aber das heißt nicht wirklich gegangen. Ohne ein Fahrrad kommst du gar nicht hin. Aber ich habe doch zusammen mit einem Team viele Kämpfe ausgetragen. So sind wir stärker geworden. Das hat sich gelohnt. Nun gehe ich zurück nach Jubelstadt. Der nächste, als nächstes steht der Orden von Ewig genau auf der Liste. In 10 Sekunden springe ich los. 9. Bah, du hast schon Zeit zu zählen. Gott, der Junge, ey, der ist echt. Hummel hinter, Waldrimi hinter, ist er nicht noch, milder ausgedrückt. Naja, was soll man machen? Ja, na gut, dann bomben wir mal hinterher. Motor das eben, ja. So, Erzlingen Tor. Hier darf ich ja theoretisch noch ein Pokémon fangen. So, theoretisch kann ich ja jetzt auch da oben lang. Mach ich es auch mal. Und, Macholo war die einzige, Gaston, war die einzige Ausnahme, die ich da machen werde, bezüglich der, Pokémon, die ich vorhin entwickeln kann, fange ich nicht. Ja, ach ja, hier komme ich gar nicht. Kann ich hier schon überhaupt? Kann ich hier auch schon? Darf ich hier auch schon weiter? Will ich ein Level der Gegner erfahren? Super. Oh, ja. Darf ich nicht und bringt mir nichts. Also mal fast. Verziehen wir uns. Ja, wie gesagt, ich habe alle auf Level 13 trainiert. Ich denke mal. Ja, gut, ich kann hier das nicht. Na gut, ich kann es nicht sagen, nicht komplett erforschen, aber komm, gucken wir mal, was wir erreichen können. Ah, Gaston, Gaston, Gaston. Bitte sei kein Trainer. Obwohl, ich glaube, oder? Na, ich brauche, ich brauche ein Fahrrad, um das hier komplett zu erforschen. Das heißt, also kann eigentlich genauso wieder gehen. Ja, holen wir uns das Pokéball. Ein Item, der Sternstaub, was ich ja verkaufen kann. Was du ja gut gebrauchen könnte. Würde ich sagen, sobald ich ein Fahrrad habe, gehe ich hier wieder runter. Und dann muss ich jetzt durch den verwüsteten Pfad, wo ich ja theoretisch hätte auch ein Pokémon fangen dürfen. Hätte ich nicht gesagt, auf wegen. Oh, brauche ich nicht. Ja, super wieder, ja klar. Level 6 diesmal. Da unten sieht die Pokémon ja ein bisschen stärker. Puh. Es ist relativ kurz nach meiner letzten Aufnahme, also es ist immer noch der 6.9. Ja, ich habe immer noch Geburtstag. ich bin echt froh, dass ich, also ich, auf der einen Seite freue ich mich ja wieder, dass ich meine Freude am Aufnehmen wieder habe, auf der anderen Seite aber mal stimmt es mich echt traurig, was, oh Mann, wie unser armes Team gelitten hat. Ich meine, es 4 Pokémon, das ist echt harter Tobak. Aber wirklich. Und wie gesagt, solange ich nicht ein 6-Pokémon-Team habe, wird meine Boxregel halt nicht aktiv. Also, hä, was soll ich machen? Naja, also, ich soll auch wieder reden. Ein Poké-Tech fertig. Notizblock, das bringt's jetzt voll. Ja, kann ich jetzt nicht ertragen. Ja, also theoretisch kann er mal kurz zeigen. Ich hätte nicht, dass ich alle Poketech-Sachen hole, weil ich hab's ja selber nicht mehr, wie es die gibt. Hier, Kann
kann ich halt jetzt hier schreiben. Das sieht scheiße aus. Weg. Weg, 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 weg. So, da wie gesagt. 6000 ist schlecht. Das ist ein Fix. So, dann würde ich sagen, bleiben wir jetzt mal wieder auf dieser Liste hier. Und jetzt müssen wir, wenn ich mich richtig erinnere, oben lang. Durch den verwüsteten Pfad. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ach ja, das erste Zusammentreffen mit Team Galaktik. Haha! Ah, Lorn, das ist perfekte Timing. Diese Schurken geben so einen Blödsinn von sich. Das ist unerträglich. Zeig ihm bitte, was wer hier, dann, was wir dazu meinen. Geheimnis von Mann. Oh, Pokémon Professor. Warum machen Sie uns einfach nur so schwer? Wir sind rein geschäftlich, aus rein geschäftlichen Gründen hier. Sie sind doch auch ein Geschäftsmann. Wie ist es, oder ist es so einfach? Geben Sie uns Ihre Forschungsergebnisse und wir sorgen dafür, dass Ihre Assistentin, dass Ihrem Assistenten nichts geschieht. Lorn, tun wir zusammen und teilen diesen miesen Typen eine Lektion. Yeah! Erster Kampf gegen die Verbrecherbande Team Galaktik, gleich in einem Doppelkampf. Galaktika-Rübel, okay. Ja, gegen Zubat und... Wampel kann man ja auch kriegen. Also Wampel sind ja auch definitiv in die Regel von, wegen Plimfer. Nehmen wir das die Plimfer, ich benutze meine fast ja. Der wird 30 scheint sogar durchschnitt zu sein und, Flügelschlag Wampel weg. Kümmer du dich um das, Zubat-Gerich, Lucia, das ist ja mal ein Scheißname. Dann bla. bla halt, nö. Schön. Ja, gut, 5 noch Pfund. Und, ja, ich bin hier gerade so ein bisschen auf nebenbei, wisst schon, ne? Batschaka, Batschaka, bum, bum, bum. Yay! Super besiegt, sehr schön. Malfas, danke! 103 Erfahrungspunkte. Galaktika-Rüppel wurden besiegt. Sehr schön. Wie ist der Wahnsinn möglich? Wir waren wie ein Kind? Das wird so nix. Ein Rückzug. Der Wieso ist fehlgeschlagen? Wir hatten gerade andere Stimmen. Aber egal! Und Tschüssikowski. Oh. Ihr lasst uns keine Wahl. Wir werden uns zurückziehen. Denn Team Galactic hat immer Mitleid mit Schwächeren. Yeah. Diese Bande, sie nennt sich Team Galactic. Wenn Pokémon sich entwickeln, geben sie eine besondere Energie ab. Meiner Meinung nach handelt es sich hier um eine mystische Kraft, die außerhalb unserer Kontrolle liegt. Doch die Mitglieder von Team Galactic scheinen diese Energie für irgendwas nutzen zu wollen. Wie dem auch sei, Lorn, das war sehr gut. Du hast wirklich Talent. Wie du und deine Pokémon Seite an Seite gekämpft hast, ein schönes Bild. Das war richtig von mir, den Pokédex anzuvertrauen. Ja, schön für dich. Lorn, wusstest du, dass Pokémon auch die Entwicklung der, dass der Professor auch die Entwicklung der Pokémon erforscht? Ja, jeder Professor hat da, glaube ich, ein bestimmtes, Gebiet, ein Fachgebiet. Und ich glaube, er ist halt der Pokémon, Professor der Entwicklung. Da ich glaube, die aus Einheit war, glaube ich, die Wechselwirkung zwischen Mensch und Pokémon, glaube ich, oder so. Oder war das Lind? Ist ja auch egal. So. Seiner Forschung nach haben 90% aller Pokémon etwas mit Entwicklung zu tun. Was daran liegen könnte, was so ungefähr 90% aller Pokémon sich entwickeln können. Also Lorn, lass uns weiter Pokédex in der Projekt des Professors arbeiten. Das müssen wir erstmal ausrichten, also jetzt mit der aktuellen Generation aus. Hi, Fisch. Oh, das war klasse. Eigentlich müsste ich sagen, du Heido, aber egal. Wirklich sehr gut, exzellent. Oh, entschuldige, ich bin von Jubelstadt TV. Ich habe hier etwas für dich. Ein Belohnung dafür, dass ich mit diesem Wahnsinnskoffer ansehen durfte. Ein Modekoffer. Ach ja, hier kann ich ja meine Pokémon anziehen. In diesem Modekoffer findest du hinreißende Accessoires und geschmackvolle Kulissen. Statte dein Pokémon mit Accessoires und sehe an, wie ihre Ausstrahlung steigt. Der Fernsehsender stellt eine Räumlichkeit zur Verfügung, sodass dass Besucher dort ihre Pokémon ausstatten können. Man kann auch den tollen Preis gewinnen. Besuche den Sender einfach mal. Lass mich doch mal nachdenken. Nein. Einfach nur nein. Nein! Jubelstadt. Ui. Und wui! Ja, hier habe ich ja schon mein Crosby. Ah! Benny! Mano, armes Bennylein. Armes Benny. Es tut
durfte niemals zu einem Roselia werden. Verwüsteter Pfad. Hier haben wir schon einen Durchgang. Geht's hier sogar, glaube ich, sogar so weiter? Ich weiß nicht. Wenn wir jetzt hier auf einer anderen Route als 104 kommen. Nein, nein, hier geht's sogar weiter, glaube ich. Du siehst verschiedene einfach Pokémon auf. Ja, schon klar. Es ist schon klar, dass man verschiedene Pokémon aufziehen sollte. Oder wie Professor Eich einmal sagte, wenn du nur eine einzige Art von Pokémon trainiert, das ist rassistisch! So, und du bist wahrscheinlich eine Trainerin. Lass uns kämpfen, während wir den Duft der Blumen. Ach nö, eine Aroma-Lady. Obwohl, die haben meistens ganze Pokémon, also von daher. Jupp, eine Aroma-Lady. Zara. Susanne, Z. Ein Knirschbi! Yay! Oh. Oh, Mann, das erinnert mich wieder an Belly. Gut, ist er männlich, aber trotzdem. Ach, wir machen. Man darf über. The show must go on. Nicht wahr? So viel an Zero Knospi. Und weiter geht's. So, Malphas erreicht sogar. Oh, ein Kikugi! Das ist auch nice. Das wäre auch ein cooles Pokémon. Vor allem mit Kinoso. Jo, ist das hier knuffig? Es ist fast. Es ist fast flauschig. Gott, meine Stimme. Ich sollte aufhören mit diesem flauschig. Also so zu betonen. Das tut ein bisschen auf den Stimmbändern weh. So, das war dann Kikugi. Ich trinke jetzt mal meinen Eistee. Pulver-Eistee. Lecker, lecker. Und mein Vater reicht Level 14. Ich bin mir nicht sicher, entwickelt sich sogar schon zu Staravia. Wenn ich richtig erinnere, entwickelt sich Staravia relativ Staralili relativ schnell. Ey, ist egal, was du sagst. Entwickelt sich Staralili schon. Ja, ey! Malphas entwickelt sich! Dum, 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 bam, 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 bam. Wuhu! Glückwunsch, Stein! Einfach zurück zu Staravia! Oh, endlich müssen wir wieder ein Pokémon entwickeln. Sehr schön, jetzt haben wir ein Staravia. Das ist natürlich ziemlich cool, muss ich so sagen. Mal sehen, haben sich denn jetzt die Welt verändert? Erstmal hier, jetzt sind wir noch Naivkeit, treffen gut ab. Jetzt hat's Bedroher. Und, ja, es ist dann auch nicht ganz so stark wie Erich, aber gut, Erich ist auch vor die Kampfsau. Aber verdammt schnell, ey. Ah, Gaston ist auch noch stärker, aber. Es hat Schildlos! Nicht schlecht. Schildlos sorgt dafür nämlich, dass meine Attacken immer treffen, die des Gegners allerdings auch. Aufwecker, cool. Hätte mich ein bisschen über Adrenalin, glaube ich, sogar ein bisschen mehr gefreut. Aber. Glaube ich nur. Ein Käfer-Sammler. Glaube ich. Sag mal, was hältst du von Käfer-Pokémon? Ich finde Käfer-Pokémon toll. Muss ich sagen, ich finde Käfer-Pokémon toll. So, Matthias, du schickst mir ein Zipfurzeln gegen. Tja. Das könnte mein Erich Zahn sein, aber nö. Aber na gut, dann würde ich mal sagen, hauen wir mit dem Courageous gleich drauf. Ich weiß, Kampfattacke sind gegen Käfer nicht sehr effektiv, aber muss sein. Außerdem, trotzdem auch guten Schaden gemacht. Jetzt fängt sie da an zu rumzurollen. Jetzt hättest du ruhig gedrückt machen können, weil ich dich sowieso mit zwei Attacken besiegt hätte. Gaston benutzt Karate-Schläger. Sehr schön. Obwohl, jetzt könnt ihr auch Energiefokus machen. Sozusagen das, was du da, das was deine Macher oder mit unserer Rasputin gemacht hat. Rasputin, ich werde dich vermissen. Waupel, das ist kein Problem, auch wenn es nicht gestanden kann. Auch wenn es in der Lage ist, unser Pokémon theoretisch zu vergiften. Theoretisch. Und es hätte schon ein Panico oder Schaloko werden können. Warum kann es sich ja zum Panico und Schaloko weiterentwickeln? Wobei es vollkommen zufällig ist. Zufällig. Ist klar. Vollkommener Zufall ist, was von beiden es wird. Also es kann, wie gesagt, beides ist möglich, aber es ist totaler Zufall. Alles ist möglich. Zack, vielleicht mal ein Volltreffer, weil Karatschlag soll ja angeblich eine relativ gute Volltrefferquote haben, aber bisher habe ich es nicht wirklich gemerkt. Wann habe ich mal einen Volltreffer?
Übrigens, was mir aufgefallen ist, das ist vielleicht jetzt wieder nur nice to know und eigentlich überhaupt nicht wichtig. Hat überhaupt nicht wirklich mit dem Let's Play zu tun, aber trotzdem werde ich es erzählen. Mir ist aufgefallen, weil wegen, ich nehme ja mit Kopfhörer auf. Weil Let's Play und so. Wer? Danke. Die Sache ist nämlich die, Pokémon ist ja Stereo. Ich kenne ja Stereo-Mono, sind die Soundarten, die Sound dargestellt werden. Bei Mono kommt alles aus einer Box, bei Stereo kommt alles aus den beiden Boxen. So, bist du auch, wenn man den Pokémon natürlich auf Stereo stellt, wie wir natürlich mal gerne gemacht haben, so kann ich dir Vorzüge der Chaos-Pokémon nicht erklären. Brauchst du nicht! Ja, worauf wollte ich hinaus? Ah ja. Wenn man, wir sind ja schon. Wow, das ist richtig. Wenn eine Attacke, wenn ein Pokémon irgendetwas macht, irgendetwas, egal auf wessen Seite, ist das Interessante, wenn es auf unsere Hälfte passiert, also links, kommt es aus dem linken Kopfhörer. Und wenn es auf der gegnerischen Hälfte passiert, also rechts, kommt es aus dem rechten Kopfhörer. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht, ist eigentlich, Kugelsaat. Könnte mit Sicherheit, Erich lernen. Aber ich warte mal bis zum nächsten Pflanzenpokémon. Wir können diesen Trainer, ganz schnell besiegen, oder Lena? Wir sind die Stärksten unserer Klasse. Zwei kleine Mädchen. Ich bin vier. Die können echt vier sein. Und die haben keine Füße. Aber Pachirisu! Oh Gott! Zwinge Liz und Lena schicken. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Pachirisu nicht mag? Oder gemeint diese ganze Elektronagereihe? Sehr schön. Karate Schlag auf Pachirisu und Zornklinge auf Pachirisu. Wir sind ja beide weiblich. Jetzt wäre seine Geduld ganz cool gewesen. Ey, hört auf, nur Erich anzugreifen. Der kann nichts dafür. Glaube ich. Was immer jeden vortrifft. Nicht seine Schuld. Nein? Na gut, Zornklinge halt, ne? Das dauert, bis es stark wird. So, und. Oh Gott sei Dank. Keine Statik. Wir wissen ja alle, die meisten Elektronager haben Statik als Fähigkeit. Das bedeutet also im Prinzip, eine Berührung mit einer physischen Attacke kann verursachen, dass das Pokémon angreifende Pokémon paralysiert wird. So. Paralysiert. Chilis wohl. Und so. Ja, aber erstmal das erste Pachirisu ist besiegt. Diese Elektronager, ich mag die echt nicht. Keinen einzigen. Pikachu ging mir ja schon dermaßen auf den Geist. Ganz einfach, weil es einfach zu viel. Es war ein Überdruss an Pikachu. Es gab immer nur Pikachu, Pikachu, Pikachu. Und jetzt, wo es seit der neuesten Generation auch noch vertot ist, regt es mich noch mehr auf. Glaubst du mir das? Es regt mich noch mehr auf als vorher. Jedes Mal, wenn ich denke immer so, nein. Von allen Pokémon. Warum ausgerechnet kriegt das als einziges... Oh, der Vize. Warum kriegt das als einziges eine Synchronisation? Meine Mewtwo, wissen wir alle, kann sprechen. Mit psychokinesischen Kräften so. Ah, oh. Warte. Ja, okay. Ich warte. Ja. Okay, gut. Schön. Der mag mich auch. Schön, dass wir gesprochen haben. Wo war ich denn geblieben? Ah ja. Wir wissen alle, Mewtwo kann mit telekinetischen Fähigkeiten quaken, schnacken. Und wie in die Franke gesagt wird, der Schnacke. Aber. Oh, Scar! Oh, nein! Nein! Scar! Oh, Mann. Ich hatte wirklich eine Narbe. Warum ich dieses Scheinlux besiege, um die Sprache von Scar zu überwinden? Oder den Verlust von Scar zu überwinden vielleicht auch. Und damit Erich vielleicht sogar ein Level abkriegt. Weil wir wissen ja alle Käfer-Pokémon, die Attacke gegen daneben. Okay. Trotz eines Silberauges nur 4 Schaden? Das ist... Okay. Das ist verkraftbar. Ich glaube, es bald kommt die Missing-Nor-Höhle. Das wäre schon ziemlich geil, Pokémon eine Pucke, diese Pucke-Kapsel zu haben. Ich glaube, wenn ich Missing Nor nicht benutze. Was meint ihr? Da frage ich euch mal direkt. Darf ich mir die Missing Nor farmen, damit ich die Sticker bekomme? Das ist eure Frage. Es ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, Leute. Wenn ich die Missing Nor fangen darf, um die Ballkapseln zu kriegen, also auch die Sticker dafür, die Buchstabensticker, was wärt ihr dafür oder wärt ihr dagegen? Das würde mich ernsthaft interessieren. Ich habe keine Ahnung.
keine Ahnung, ob er kämpfen will. Wenn ja, wird wahrscheinlich Erich draufgehen. Flori! Pokémon Center. Erstmal heilen. Das ist erstmal wichtig. So, und ich würde sagen, ja, der Part ist eigentlich schon wieder vorbei, oder? Ich habe mal wieder nicht auf die Zeit geachtet. Ja, Ende. Da würde ich mal sagen, Leute, im nächsten Part werden wir uns mal Flori genauer zugute halten und mal sehen, was wir noch alles kriegen können. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal. Wenn ihr es wollt, macht es gut!